Moin in die Runde, der Bau aus dem Mark. Heute wieder zum Thema Waldumbau. Erste Frage, wo sind die Klimakleber und Klatscher und die Ungebildeten, würde man so sagen, die sich auf Straßen kleben oder dem politischen Pfad folgen, den unsere Hochschüler, also die, die in der Hochschule gewesen sind, weil die Schule auf dem Berg stand. Jetzt Politiker, meist der grünen Fraktion angehörig, aber auch der roten, beim Waldumbau. Hier haben wir wieder ein Beispiel. Wir gucken erstmal in den Bestand und was da so alles abgeht und dann stellen wir nochmal eine richtige Frage. So, man kann hier, also hier ist Zaun, Wildzaun, ne? Sieht man. Altholz, einige Kubikmeter, da hätten ja noch so einige was rausschneiden können. Kronholz zusammengeschoben und dann geflügt. Aufgeflügt. Und wenn man denn mal hier so in den Bestand guckt, wir machen mal ein bisschen groß. Wildrose, Eberesche, hier vorne, Blaubeere, Eichen, Buchen, Ahorn habe ich schon gesehen und die Kollegen sagten mir, dass da noch ein bisschen was bei ist, aber nur ganz, ganz geringer als 2% wohl Nadelholz, also Douglasie und so ein Zeug. Keine Kiefer, weil Kiefern stehen ja hier, die kommen ja sowieso noch wieder, weil wenn die runterfallen, die Samen, dann sammeln die sich hier an. So, jetzt ist die Frage, wo sind diese Klimaklatscher? Und die Kollegen, die hier pflanzen und den Zaun gebaut haben, also für den Klimawald der Zukunft, die sprechen kein Deutsch, also ganz schlecht Deutsch. Das sind keine Klimaklatscher aus Deutschland, das sind ganz normale Arbeiter, die aus der Slowakei hierher gekommen sind. Weil unsere Umweltschützer und Klimaschützer und wie sie alle heißen, das wäre zu viel. Mit dem Spaten arbeiten und dennoch mit dem durch die Gegend rennen und das Zeug hier in die Erde stecken und vor allen Dingen die ganzen schweren Sachen tragen, die Wurzelballen und so weiter, das ist für die Leute zu viel. Deswegen frage ich mich, wo sind die? Habt ihr da Antworten? Bin gespannt. In den Kommentaren. Der Bauer aus der Mark.